Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Schnittwager und schön, dass er mich wieder begleitet hier auf meinen Irrwegen durchs X-Universum. Aber auch ich lerne halt von Tag zu Tag dazu, von jeder Spielstunde zu jeder Spielstunde. So, der Lux ist soweit. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich wirst du als Pilotin oder Pilot. Da, Janet Susi, ja. Na, also die hat halt mehr Anton, obwohl, das nimmt sich nicht viel. Die gute werde ich auf jeden Fall mal mit Grundseminar versorgen. Da ist die gute. Kann ich helfen? Und dann noch einen. Genau, so, jetzt kannst du ein bisschen besser zurechtkommen. Und die soll jetzt mal. Mithelfen, mein Problem. Weil es muss hier irgendwo noch eine Kargstation geben. So, gut, die sind jetzt an dem dran. Ich sag. Ja, gut. Also. Wir machen das immer und immer wieder. Ich habe damit gar keine Schwierigkeiten. So. Jetzt sind ja auch alle repariert. Mehrere Objekte angreifen, alle markieren und gib ihm. So, Karg die andere angreifen, das juckt mich dann jetzt erstmal nicht, auch wenn das ein bisschen egoistisch ist, aber ich habe jetzt auch noch keinen Paraniden gesehen. Paranidische Schiffe oder argonische Schiffe, die meiner vor den Karg beschützen. Also von daher. Aber das ist ganz klar. Da müsst ihr halt echt mal gucken, wo die herkommen. Achso, und du wartest hier auch schon wieder. Ja, dann erkunde halt hier. Ist mir wurscht. Ich weiß nicht, ob man mit dem Reichweiten-Scan vielleicht ein bisschen mehr finden kann. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ja, was machen wir jetzt hier? Im Endeffekt. Weiter hoffen, dass wir irgendwo Missionen finden. Also einmal hier hin. Dann fliegst du mal hier hin. So. Transporteur ist in schwarze Sonne und fliegt jetzt wieder zurück, um die letzten Elektronikkomponenten abzuliefern, denke ich. Sieht hier mit den Produktions. Ja, hat auf jeden Fall auch schon einiges an Geld wieder erwirtschaftet. Wenn ich mir jetzt natürlich so ein bisschen den Überraschungseffekt genommen habe und hier, ja gut, die Nanotronik wird natürlich laufend geplündert jetzt. Für meine Bauvorhaben. Bauvorhaben ist ein gutes Stichwort, denn ich werde das jetzt umsetzen. Noch ein weiterer Schrottrecycler dorthin zu bauen und mein Sonnenkraftwerk XL zu erweitern. So, dazu brauche ich erstmal wieder ein Kreuzmodul. Wobei wir entfernen das nochmal und machen nochmal eine kleine Verlängerung. Und jetzt das Kreuzmodul, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. So, und der Schrottrecycler kommt da drauf. So, ich muss noch nicht mal mehr Platz dazu kaufen. Aber beim Sonnenkraftwerk werde ich es wahrscheinlich müssen. Also hier brauchen wir auf jeden Fall keine extra Geschütze zu montieren, weil also. Bis die Dinge angegriffen werden, haben die Jungs hier alle schon erledigt. Gut, das heißt, wird mehr Schrott. Also nochmal, wer die letzte Folge vielleicht nicht gesehen hat, warum ich das mache. Momentan habe ich halt einfach. Ne, der Schrott ist dauernd am Anschlag. Weil die Produktion hier halt dementsprechend auch dauert. Das heißt, irgendwann wird natürlich so sein, dass beide auch nicht mehr zeitgleich laufen. Aber da ist zumindest gewährleistet, dass sämtlicher Schrott verarbeitet wird und auch eingelagert wird.
Das war jetzt so der Hintergedanke dabei. Ein Konstruktionsschiff zuweisen. Mal gucken, ob die Ansammlung noch hier da ist, weil dann nehme ich halt auch mal eins externes. Hier dich zum Beispiel. Jo, das passt. So, ich habe es damit jetzt auch nicht allzu eilig. Wie gesagt, Bob ist noch anderweitig beschäftigt und ich habe jetzt in letzter Zeit halt einfach mehrere Bauaufträge gleichzeitig. Hier werden wir erweitern müssen, ja. Und zwar in die Richtung. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche das jetzt genau ist, aber... Kam es mir gerade ein bisschen schief, ne? Das Dreierdock. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal festgestellt. Ja, egal. So, Bauplätze verwalten. Sonnenkraftwerk XL. So, sollen wir mal schauen, ob das hier anzeigbar ist. Ne, das ist die falsche Richtung. Also die Z-Richtung müsste das sein, jawohl. Und da kaufe ich jetzt schon mal ein bisschen was dazu. 2 Millionen kostet das, aber es ist vollkommen normal jetzt hier in dem Fall, dass ich hier noch ein bisschen Platz habe für noch weitere Anpassungen. Ja, weil wir werden jetzt ja auch das Doppelte brauchen. Ihre Sequenz. Okay, gemacht. Ihre Sequenz. Ihre Sequenz. Ja. Ah, okay. Es sind ja noch mehrere rein. Ihre Sequenz. Ja, jetzt passt das doch besser. Einmal Moduländerung übernehmen. Und ja, von der ganzen Sammelsuche. Ah, hier ist doch gleich eins. Du bist doch auch arbeitslos, oder? Jawohl, du bist arbeitslos. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Ja, gut, hat jetzt 2 Millionen gekostet, aber wir haben ja dank der Kitschiffe ja einiges eingenommen. So, was haben wir hier? Bewältigung von Gefahren. Ah, 3 Sterne. Verwaltung. Ja, gut, brauche ich aber eigentlich auch und ist eine Satellitenreparatur. Nemesis. Das ist ein leicht verdientes Seminar, also von daher. Aber bevor ich da, fällt mir gerade ein, das Enter-Kommando ist immer noch da im Windfall. Ne? Ja. Die müssen da nicht weiter rumgammeln. Die sollen auf Bollwerk 1 einfach wieder landen. Andocken und warten. Genau. Gucken, ob die beiden jetzt mitlanden. Ansonsten muss ich denen den Befehl geben, nachahmen. Ich glaube, das ist auch die bessere Variante, weil dann landen die, glaube ich, nämlich jetzt auch. Gut, sonst einmal Satelliten reparieren, machen wir das schnell. Weil Seminare, wie gesagt, ganz wichtig, gerade jetzt bei der Verwaltung. So, wo muss ich überhaupt hin? Wo soll ich denn da Satelliten reparieren? Ein zweiter Kontakt, ja gut. Da ist ja noch ein wenig hin. So, Händler 5. Ja, ich brauche leider das 2-Sterne-Seminar. Aber irgendwann wird es eins geben. Mal gucken, vielleicht fliegt hier jetzt schon irgendwas vorbei. Nee, sieht nicht danach aus. Ja, dann reparieren wir jetzt erstmal Satelliten.
Erreiche System. Reiner Blick. Wie sieht's hier aus? Ja, hier stockt es gerade. Erreiche System. Zweiter Kontakt. Hier fehlen einige Waren. Aber Nanotronik geht eigentlich mittlerweile. Hüllental ist halt massiv noch. So, das Lied sollte ja kein bewegliches Ziel sein, also gehe ich mal davon aus, dass er da in der Nähe ordentlich parkt, der Autopilot. Gehen wir einfach mal davon aus. Autopilot ausgeschaltet. Erweiterter Satellit. Oh, sogar ein erweiterter Satellit. Ja, so. So richtig in der Nähe nicht. Ein bisschen näher fliegen wir jetzt schon noch ran. Damit ich es dann nicht ganz so weit habe mit meinem Raumanzug. Nemesis, Verteidiger. So, da haben wir doch schon den. Erweiterter Satellit. Naja, 25 Meter, ich vergesse es jedes Mal. Hä, sollte ich nicht drei reparieren? So, okay. Gute Arbeit. Hä? Jetzt habe ich bei der Republik Antigone und bei den Zill. Gute Arbeit. Und jetzt habe ich die. Jetzt habe ich auch. Also ich würde sagen, das ist ein Bug. Ich habe nämlich drei Belohnungen jetzt gekriegt und hätte drei Satelliten reparieren müssen. Nemesis, Verteidiger. Habe aber nur einen repariert und habe trotzdem alle drei Belohnungen bekommen. Ich glaube, das ist so nicht ganz richtig. Aber sei es drum. Gut, habe ich denn hier jetzt wenigstens die Chance auf weitere Missionen? Ja. Was haben wir hier? Mal gucken, ob ich irgendwann nochmal die Lackierungsmodifikation Ursprung unbekannt bekomme. Aber die ist dann wahrscheinlich Teil eines einer richtig schwierigen Mission. Leider wieder keine Mission bezüglich Seminar. Das es macht mich etwas traurig, muss ich sagen. Gut, also dann fliegst du jetzt hier hin. Und ja. Letzte Grenze oder Getsofune? Hier könnte ich ja auch eine Chance dann haben. Fliegen wir dann gleich dahin. So. Genau, die ganzen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Glaube ich, habe für mein Sonnenkraftwerk XL. Doch, stimmt. Die hatte ich ja einen schon zugewiesen gehabt.
Und wie wir sehen, werden hier schon automatisch Sachen angeliefert. Natürlich von Bollwerk 2 Händler, weil da liegen die Hüllenteile natürlich rum und die Nanotronik. Erreiche System, reiner Blick. Zwei Energiezellen sind natürlich selber schon genügend da, das erklärt sich von selbst. Die müssen ja nur rüber transferiert werden. Ja, also hier wird schon fleißig gebaut, sehr schön. Erreiche System, gesegnete Vision. Weiteres Containerlager brauchen wir nicht, weil das wird ja nach wie vor hin und her geliefert. Ich werde auf jeden Fall aber einen zweiten, wenn das fertig ist, einen zweiten Händler hier zuweisen müssen. Da werde ich wohl nicht drum herum kommen. So, hier fehlen natürlich noch massiv die Hüllenteile, aber das kommt alles noch, also da. Da bin ich doch sehr, sehr optimistisch gestimmt. So, das ist alles Antigone, Präsenz zeigen. Patrouillieren, fehlerhafte Logik. Ja, wird auch ordentlich Geld bringen, aber ist. Fehlerhafte Logik ist halt ein Xenon-Sektor. Oh, hier. Nee, das war die Verwaltung. Mist. Aber Moment, was haben wir hier? Verwaltung. Schiffssteuerung. Hier haben wir es doch schon. So, mein Gutser. So, schnell annehmen, bevor sie weg ist. Dann kann das Projekt fünfter Händler auch steigern. Also, Antigone Handelsver. Muss ich das alles machen, um das zu kriegen? Ja, gut. Zwei Frachter kaufen, ein Eisen, ein Merkur. Da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Das, ja, okay, da werde ich einen finanziellen Draufleger machen, aber mich interessiert ja das Seminar. So, ich soll aber ein Produktionsterminal hacken. Steht dabei? Sicherheitsentschlüsselungssystem. Gut, dann würde ich sagen, wir fliegen aber erstmal. Autopilot eingeschaltet. Erstmal zu der Station hin, wo wir hin sollen. Beziehungsweise. Nee, das machen wir noch anders. Autopilot ausgeschaltet. So. Hallo. Jetzt muss ich natürlich, da haben wir doch den gelben. Also die Station ist sogar noch nicht mal bekannt. Das ist natürlich doof. Dann fliegst du jetzt erstmal in die Nähe, bevor du da landest. Und ich teleportiere mich jetzt natürlich mal ins Hauptquartier und hole mir so ein Teil. Ich habe ja genügend auf Halde von dem Kram. Und kann dann nebenbei mal gucken, wie fleißig die Luftstaubsohren waren. Ausgeschaltet. Erreiche System. Profitabler Handel. So, dann schauen wir mal. Ja, ganz so viel Neues scheint es hier nicht zu geben. Programmierbare Feldmatrix. Oh, 18 Stück. Okay, das, der andere Singularitätsantrieb haben wir diesmal weniger Glück gehabt. Aber 18 Feldmatrixen, die fangen das wieder auf. Ja, für zweimal Raumfliegeneier reicht es diesmal nicht. Also nehmen wir auch wieder 25. Und die Dinger lassen wir erstmal in Ruhe. Ich habe jetzt noch keine Lust, dann wieder auf die Astrid zu teleportieren. Das wird ja nicht schlecht, das Zeug. Ah ja, Sicherheitsentschlüsselungssystem. Deswegen bin ich eigentlich hier. Kann ich übrigens mit den Teilen hier auch selber bauen. Aber ich müsste noch genügend haben. Denn das war ja das Ding, die kann ich ja mittlerweile noch nicht verkaufen. 82, also. Da will ich ja mal gucken, wie das dann wird, wenn ich bei Hatikva den ausreichenden Ruf habe.
ob die mir die Dinger dann abnehmen. Weil es ist so erstmal die einzige Piratenfraktion, die mir das abnimmt. Oder das Liga-Syndikat. Aber da bin ich hier vom Ruf ja noch weiter entfernt von. Also es hatte quasi erstmal meine einzige persönliche Anlaufstelle erstmal. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Bitte sehr. So, dann schauen wir mal. Da haben wir die Feldmatrixen. Das sind allein schon mal 2,7 Millionen. Das ist halt einfach genial. So, und dann kommt noch mal 1,1 dazu. Das hat sich auf jeden Fall... Es lohnt sich. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann kann ich ja wieder auf die Nexus Narnia zurück teleportieren. Den Sicherheitsentschlüssler habe ich jetzt. Autopilot. Erreiche System. Gesegnete Vision. Achso, ich hab dir nicht gesagt, du sollst deine Befehle weiter ausführen, ne? Habe ich verstanden. Ja, ich dachte, den Geschwindigkeitsvorsprung, den ich jetzt habe, na, der ist natürlich jetzt wieder weg, weil eigentlich wollte ich das Schiff natürlich schon vorschicken, dass ich dann dort teleportieren kann. Aber naja, gut, egal. Egal. Habe ich nicht darauf geachtet, ihm zu sagen, dass er seine Befehle wieder ausführen. Ich bin wirklich geneigt, mittlerweile den Paraniden-Plot weiterzumachen. Das heißt, jetzt auf 500 Millionen fast schon zu sparen. Erreiche System. Reiner Blick. Um den Paraniden-Plot dann zu beenden. Aber mal gucken. Pläne sind ja bekanntlich dafür da, auch wieder geändert zu werden. Von daher... Na, schauen wir mal. Eine Argon-Verteidigungsstation mitten... Also von der Republik Antigone mitten im Paranidengebiet. Oder bin ich jetzt völlig auf der falschen Spur? Ja, reiner Blick ist doch heiliger Orden. Autopilot ausgeschaltet. Der hat ja wirklich. Das war ja. Oh, was ist jetzt los? Lass mich doch nicht hier. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch, aber der Autopilot hätte ja fast. Erfolgreich angedockt. Hätte mich ja fast es komplett ist eine gelandet. Ehre, Sie an Bord zu haben. So, will ich gerade nochmal schauen, also. Also die Argonen und die Republik Antigone haben sich hier echt im Heiligen Orden Staatsgebiet doch etwas ja, breit gemacht, würde ich sagen. Und scheinbar ist der Heilige Orden momentan nicht in der Lage, da militärisch irgendwie was gegenzusetzen. Oder sind halt woanders gebunden. Das kann natürlich auch sein. Warum muss ich dahin? Ich glaube, da stimmt was nicht. Hecke Produktionsterminal. Oder doch? Ich bin ja. Ich kann ja, wenn ich auf so ein. Also, ich muss ja wahrscheinlich in die Technikabteilung, wie immer. Da stimmt auf jeden Fall gerade was nicht. So, Produktionsterminal, Handelsterminal, Produktionsterminal. Gute Arbeit. So, also die 608 habe ich auf jeden Fall schon mal erhalten. Mal gucken, ob es für die anderen Sachen. Es sah aber nicht danach aus, dass es dafür noch eine Belohnung gibt.
Gut, theoretisch kann ich das ja jetzt auch von hier erledigen. Also, ich bekomme ja auch Geld plus 50%. Alle Ausrüstungsslotten müssen gefüllt sein. Ja, das ist ja das geringste Problem. Also ein Merkurverteidiger. Merkurverteidiger. War das bei Antigone oder war das... Genau, also muss ich bei... Ich muss quasi bei Antigone kaufen. Und quasi den Schiff sponsoren, so kann man es ja sagen. So, Merkurverteidiger. Wenn ich jetzt die minimale Standardausrüstung mache, sind dann alle Sachen belegt? Sieht nicht so aus. Wenn ich leichter mache, dann ist aber alles belegt, ja. Machen wir also das Billigste vom Billigsten. Wobei, gut, also ganz billig ist es ja nicht. Schauen wir mal, wir gehen das mal durch. Also. Around-Antrieb. Kostet nur 14. So. Auch hier, wir sparen jetzt hier einfach mal Geld. Da können wir nicht einsparen. Pulsenergie ist das günstigste schon, das passt. Hier wahrscheinlich auch. Gut, das ist auch der Standard. Hier ist nichts und minimale Besatzung, nämlich nur ein Captain. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. Da wird auch schon gebaut. Perfekt. Wahrscheinlich muss ich es auch irgendwo dann hin transferieren, schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass wenn das fertig ist, es sofort in... übergeht in den Besitz der Republik Antigone. Und hier sollen wir einen Frachter liefern, einen Eden-Angreifer. Da müssen wir allerdings bei den Argonen kaufen. Und hier auch nur. Alle Ausrüstungsslots müssen gefüllt sein. Gut. Gucken wir erstmal... wie es dann hier sich gleich ausgeht. Ah ja, genau, da muss ich es hinliefern. Merkur-Verteidiger, dann einmal hier hinfliegen und dann kümmern wir uns jetzt um den Eden-Angreifer, war das, ne? So, das war Merkur-Verteidiger haben wir und Eden-Angreifer, genau. So, und dann haben wir ja das gewünschte Seminar. Angreifer und dann machen wir das jetzt wieder genauso, einfach hier zack, das günstigste vom günstigsten, was war hier 36 Pulsenergie, Landing-Computer auch hier wieder das günstigste vom günstigsten, aber was er haben muss, das muss er wohl haben. Captain braucht natürlich auch, das ist nicht ganz so teuer, sehr schön. Hast du gleich gebaut? Ja, er wird auch gleich gebaut. Perfekt. So, sieht so aus, als ob alle da gelandet sind, ja. Was passiert hier? PGS Plünderer Phoenix Angreifer. Okay. Als feindlich markieren. Da wir bei PGS ja keinen Ruf verlieren können. Wird er jetzt wahrscheinlich schon vom Bollwerk verschossen. Aber Sicherheit ist wichtig. So, perfekt. Medikamente. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass der hier irgendwo bei unserer Station geplündert hat. Der hat Medikamente an Bord. Ja, kann durchaus sein. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt so schwer dran ist an dieser
Mission. Wahrscheinlich einfach, dass die sagen, ja, du brauchst halt schon ein bisschen Kohle dafür. Oder kannst den Kram halt selber herstellen. Dann hätte ich gar keine Kosten gehabt. Wobei natürlich ganz richtig auch nicht ist, die Sachen, die ich ja zur Eigenproduktion verwende, hätte ich ja auch verkaufen können. Aber ich denke, ne, da ist der Verkaufswert nicht ganz so hoch, als wenn ich ein vollwertiges Produkt denen übergebe. Und die geben ja nochmal eine Kalkulation quasi plus 50%. Also von daher schauen wir mal, was wir da gleich zurückkriegen. Naja gut, der braucht natürlich von Antigone Memorial, braucht er natürlich ein bisschen. Gehen wir mal davon aus. Dass der auch dahin muss. Wo haben wir hier? Da. Na gut, ist gerade nicht ersichtlich. Ja, der muss aber auch dahin. Also dann einmal hinfliegen und warten. Jo. Und dann würde ich den Händler 5 tatsächlich, wie gesagt, wie der ursprüngliche Plan war, im Teladi-Gebiet einsetzen, weil er da jetzt komplett Kontrolle über alle Preise hat, nachdem wir das Handelsabonnement uns gegönnt haben. Und wir jetzt komplett im Überblick über die aktuellen Preise sind. Egal, ob da jetzt ein Schiff in der Nähe war oder nicht. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das dann läuft. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Folge ist schon wieder rum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Euer Shintuaga.